Und damit hi und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir werden uns jetzt mal die neuen Herausforderungen ansehen und zwar erreichen einen monatlichen Gewinn von 1250 aus Fahrgeschäften und eine Szeneriebewertung von 60. Wir werden uns jetzt mal kurz hier umsehen. Ich wünschte, hier gäbe es mehr Fahrgeschäfte. Ja, und das mit Müll geht Gott sei Dank runter, weil wir einen zweiten Hausmeister haben. Und wie sieht es mit dem Finanzhaus? Wir machen 2000 Gewinn, was gut ist, was eigentlich sehr gut ist. Attraktionen und Läden, die sind alle noch neu, das passt auf jeden Fall. Unsere Gäste sind sehr zufrieden, Personal werden wir uns auch mal ansehen. Wir werden mal auf jeden Fall den Mechaniker weiterbilden. Und den Hausmeister, damit er wieder zufriedener ist, perfekt. Und dann, wir haben ja unsere zweite Achterbahn hier am Ende der letzten Folge gebaut. Und bevor wir jetzt hier die Szenerie und so weiter hier noch etwas verschönern, würde ich sagen, wir bauen gleich noch ein paar Sachen. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt. Wir haben ja hier, wie weit geht denn das? Bis hierhin. Und wir haben den Berg da. Wir könnten in den Berg dann was rein... Oder wir könnten eine Achterbahn durch den Berg dann später bauen. Auf jeden Fall. Und was wir es dann gleich machen werden. Verschiedene Themenparks, würde ich sagen. Wir haben hier den Eingangsbereich. Da brauchen wir hier rechts dann noch. Vielleicht noch eine dritte Achterbahn. Die Wasserrutschenbahn, die hätte ich echt gern. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier kurz pausieren. Dann unseren schönen Weg da weiter lang ziehen. Hier mal die Länge etwas erhöhen, damit wir da gleich mehr auf einmal machen können. Und zack, und zack, und ich lasse mal so. Schienenfahr... Ja, genau. Boah, das kostet 7000. Oh, wir haben nur 3. Das ist schlecht. Wieso mache ich da eigentlich Minus? Da Fug... Ich mache hier eigentlich Plus. Oh Gott, was ist... Wieso mache ich gerade Minus, Leute? So, auf jeden Fall, wir werden hier auf jeden Fall... Was machen wir jetzt als nächstes? Das Wild Blue haben wir ja schon und das Insanity auch. Wir könnten hier noch so ein Schleuderding platzieren und zwar... Nein, am Eingang, dann werde ich noch so ein Infogebäude und so weiter platzieren. Dann mache ich das hier. Okay, das Infogebäude muss man, soweit ich das in Erinnerung habe, erforschen... Okay, perfekt. Ich weiß nicht, warum wir jetzt gerade so wenig Gewinn machen, um ehrlich zu sein. Wir haben ja eigentlich keine Baukosten diesen Monat. Na, vielleicht kommt das noch. Hier hätte ich mal das Tempo etwas anziehen, damit es etwas schneller geht. Und dann werden wir das Ding hier am besten da irgendwo platzieren. Sozusagen gegenüber, dass wir im Eingang so eine richtig schöne... so einen Haufen Zeugs wir haben. Also ein paar Fahrgeschäfte, dass die Leute gleich sich da etwas umgucken können und so weiter. Und dann platziere ich das hier. Ich mache es etwas näher hier am Rand. So, dass wir den Ausgang dann gleich da platzieren können. Und den Eingang machen wir direkt hier hinten. Dann noch den Ausgang da. Und dann Eingang mit dem Weg verbinden. Und zack. Jetzt haben wir eine schöne Warteschlange. Okay, Leute, die Todesfalle hat ein technisches Problem. Da brauchen wir gleich mal die Wartung. Und, ach ja, das werde ich jetzt auf alle 10 Minuten stellen. Damit, okay, so geht's. Damit das immer auch schneller hier inspiziert wird. Ich denke mal, das ist nicht so schlecht, wenn der Techniker da öfter reinschaut. Damit, okay, nein, das wollte ich echt nicht. So, jetzt haben wir es. Damit da auch nichts kaputt geht. Und die beste Achterbahn der Welt ist nicht mehr neu. Okay, sie zahlen weniger für die Tickets, was ich schade finde. Müssen wir die Preise etwas drücken. Machen wir es auf 12. Ich hoffe mal, das schreckt die, also die Leute kommen da jetzt trotzdem noch hin. Okay, es gehen noch einige rauf, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, hier kommen neue Gäste, perfekt. Dann müssen wir jetzt das Ding, ich setze das mal hier auf 10, dann eröffne ich das gleich mal. Und die Warteschlangen-Szenerie werde ich natürlich auch mit Lautsprechern etwas austricksen. So, wir haben jetzt einen Haufen Lautsprecher platziert. Mal schauen, wie das jetzt so aussieht. Ja, 100%, perfekt. Psychole 2 ist ja so teuer. Okay, den Leuten ist das anscheinend etwas zu teuer, dann setze ich das auf 8,50. Oh, nicht 85. 8,50? Okay, perfekt.
Jetzt soll es eigentlich besser werden. Die Todesfalle wurde repariert. Perfekt. Das heißt, sie funktioniert wieder. Und wir haben eine Herausforderung gemeistert. Bekommen wir wieder 1000 Gold, also Dollar. Und bauen eine Achtbahn mit einem tiefsten Fall von mindestens 40 Metern. Oh, das könnte... mal schauen. So, wie gesagt, ich werde jetzt hier noch eine dritte Achterbahn irgendwie hier bauen. Dann haben wir so einen schönen Eingangsbereich, dann da noch ein Fahrgeschäft, dann hier das Infogebäude und dann noch einen schönen Eingang. Und dann werden wir hier so einen richtig schönen... Ich würde echt gerne so einen See machen, um ehrlich zu sein, damit hier richtig schön, wie soll ich sagen, Wasser und so weiter ist. Ich denke mal, das würde doch extrem gut aussehen. Okay, die Todesfalle ist auch etwas teuer, muss ich sagen. Obwohl die ist noch neu. Oh, die kann ich auf 11 lassen. Die Psychola 2 geht leider nicht ganz so gut wie erhofft, aber das ist kein Problem. So, wir haben... Okay, die haben wir gebaut. Oh, 14.000. Oh Gott, aber die hätte auch extrem gute Stats, muss ich sagen. Schade. Okay, Leute, ein weiterer Monat ist vorbei. Wir haben wieder gut Profit gemacht. Das passt auf jeden Fall. Mein Personal ist auch mehr oder weniger zufrieden. Der Handwerker ist schon wieder nicht ganz so zufrieden. Seine Arbeitslast ist noch immer niedrig, was ich nicht verstehe, da ich eigentlich alle Geschäfte jetzt auf 10 Minuten gestellt habe. Aber egal, wir werden... Okay, hier stehen die Leute auch gut an. Das macht doch ordentlich Gewinn, dann passt das ja. Und jetzt werden wir... Ich würde so gern das hier bauen, aber da fehlt mir das Geld dafür. Mal schauen, wann ich auf Parkverwaltung und Finanzen... Habe ich meine Darlehen schon... Oh Gott, nein. Die habe ich noch nicht abgezahlt. Oh, okay. Das dauert dann noch etwas. Noch 19 Monate. Ja, genau. Okay. Dann brauchen wir jetzt noch... Ach, ich würde das so gern bauen. Ihr könnt es das nicht vorstellen. Dann brauchen wir mal... Wir sollten mal was erforschen, um ehrlich zu sein. Damit da auch mal was weitergeht. Und zwar eine Achterbahn... Schienenfahrzeug. Servicegebäude auf jeden Fall. Das wäre auch nicht schlecht, denke ich mal. Und eine Achterbahn hier. Und vielleicht noch... Nervenkitzel-Fahrgeschäft. Familienfahrgeschäft. Schienenfahrzeug. Schienenfahrgeschäft, meine ich. Das nehmen wir. Monatliche Kosten 1000. 1000 pro Monat, Alter. Okay, das könnte etwas teuer werden. Egal, wir haben auf jeden Fall das. Okay, dann brauchen wir noch irgendein Geschäft, das wir noch bauen. Okay, die Leute haben etwas noch Hunger und Durst. Was für uns bedeutet, dass wir vielleicht noch ein paar so Ess- und Trinkgebäude machen sollten. Wir haben hier natürlich nur ein Trink- und ein Essgebäude. Und damit wir auch da etwas Struktur reinbekommen. Also, wie gesagt, hier die Achterbahn, da und da kommt noch eine. Das ist mal unser Eingangsbereich. Dann haben wir hier ein Fahrgeschäft, hier bauen wir auch noch eins hin. Hier kommt dann so ein Informationsgebäude, habe ich mir gedacht. Und, oh Gott, stehen da viele Leute an. Alter. Okay, das geht ja sehr gut. Und hier auch, oh. Dann könnten wir hier so ein... Oh, das bringt alles nicht wirklich was. Der Teacups, das... Obwohl, es ist eigentlich dasselbe wie das da fast. Obwohl... Wenn ich das hier noch so dran baue... Ich denke, das könnte funktionieren. Dann mache ich das mal. Dann haben wir hier unsere kleinen Fahrgeschäfte. Den Eingang platziere ich wieder hier hinten, dass die Leute eine schöne Schlange zum Anstehen haben. Und tschack, der Eingang platziert. Dann tricksen wir auch wieder etwas mit der Warteschlange. Wie gesagt, es wird natürlich später, werde ich alles noch verschönern. Aber momentan ist das nun mal die billigste Methode, um hier eine gute Warteschlangen-Szeneriebewertung zu erhalten. Und der letzte. Perfekt. Ich hoffe mal... okay, Ticketpreis setzen wir hier mal auf 8. Und okay, das sind 100%, perfekt. Dann werden wir das mal eröffnen. Hier die auch auf alle 10 Minuten setzen. Habe ich das da auch? Ja, habe ich, perfekt. Okay, perfekt. Nächste Inspektion in 10 Minuten, er hat es gemacht. Unser schöner Techniker. So, ein Forschungsprojekt ist bereit angezeigt zu werden. Oh, perfekt, Forschung anzeigen bitte. Ein Geldautomat.
den werden wir dann gleich mal wohin platzieren. Also wir haben hier so einen Geldautomaten jetzt. Den werde ich... Ich denke am besten hier neben die Toilette packen. Oder? Nein, hier wollte ich eigentlich das Infogebäude. Ah, ich weiß nicht, wo ich den am besten hinstelle, um ehrlich zu sein. Vielleicht hier so. Oder? Nein, da ist ein guter Platz. Ja, das ist ein guter Platz. Da passt noch so... Genau das passt da noch rein. Perfekt. Okay, den muss man den eröffnen. Nein, der ist von Haus aus geöffnet. Perfekt. Mache ich mal das. Und hier verlangen wir auch mal kein Geld. Okay, der Absturz in den Tod ist leider nicht mehr das Neueste. Okay, das kostet aber nur 12. Ich denke mal nicht... Ja, da gehen die Leute noch immer gut rein. Okay, perfekt. Das ist kein Problem. Forschung starten, bitte. Ja, perfekt. Informationskiosk, den starten wir jetzt. Dann setze ich das auf 200, dass es etwas schneller geht. Und schauen wir mal die Finanzen an. Okay, wir machen gut Profit. Letzten Monat haben wir etwas Verlust gemacht, weil ich einen Haufen Geld gebraucht habe zum... Für was eigentlich? Okay, egal. Wir machen hier auch gut Geld. Und noch kurz schauen, was die Gäste von unserem Laden halten. Da. Okay. So lange warte ich nicht auf Psychola 2. Wir sollten dem mal einen neuen Namen geben. Der Todeskreisel. Ist doch ein guter Name. Und? Die fliegenden Untertassen. Okay, perfekt. Haben wir das auch? Dieser Park ist klasse. Oh, das freut mich, wenn die Leute das sagen. Okay, Leute, das, was mir immer noch fehlt, ist dieser... Ist der Eingang. Ich weiß nicht, warum ich den hier nicht einfach drüber platzieren kann. Das weiß ich leider nicht. Ich kann ihn nur hier daneben machen. Aber wenn ich das mache, seht mal her, dann kann ich den alten nicht entfernen. Auch wenn ich den mit Weg verbinde, das habe ich vorhin schon probiert. Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, wie das funktioniert. Und wir haben was erforscht. Okay, der Todeskreisel ist nicht mehr neu. Dann setzen wir das auf 8 runter. Und was haben wir jetzt hier eigentlich erforscht? Parkverwaltung. Okay, Informationskiosk. Perfekt. Und jetzt können wir auch Premium-Pässe verkaufen. Wir werden den Informationskiosk am besten... Ich weiß schon, wohin platzieren. Und zwar... okay, welchen nehmen wir jetzt dann? Den Planet Coast oder den Piraten? Oh, der sieht auch cool aus. Obwohl, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Märcheninfostand, okay, der würde auch gut hier reinpassen. Soll ich nur den? Okay, ich werde den hier hinpacken. Dann kann ich hier rechts noch was anderes machen. Und wir haben hier die Information. Und der hat den Premium-Pass, den machen wir mal auf 15. Perfekt. Mal schauen, ob die Leute den auch annehmen oder nicht. Bleibt mal abzuwarten. Und den werden wir auch umbenennen in Money, Money, Money. Dass mir die Leute da ihr Geld da lassen. Vielleicht wird's ja was. Es geht aber keiner hin. Das macht mich traurig. Oh, jetzt habe ich eine Idee. Wenn das hier dann sozusagen... Bevor wir die neue Achterbahn starten, kurz mal noch eine Erklärung. Wenn das hier unser Märchenland ist sozusagen, weil hier sind ja alles die Märchendinge, könnten wir da hier so ein Pirateneck machen mit Wasserachterbahnen. Oh, das ist cool. Das machen wir, glaube ich. Und den Premium Pass, glaube ich, sollte ich wieder auf 10 runtersetzen, weil den überhaupt keiner will. Der Hausmeister ist unzufrieden. Wieso denn das? Vielleicht sollten wir den mal fortbilden, dann ist er wieder zufrieden. Ja, perfekt. Und okay. Was haben wir noch? Ein Forschungsprojekt ist bereit. Bitte sei was Tolles. Anubis Achterbahn. Okay. Kurz mal Parkverwaltung ansehen. Wie es mit den Läden aussieht. Okay, der Todeskreisel hat etwas Minus gemacht, aber das ist nicht so schlimm. Die Gäste sind auch zufrieden. Die brauchen wieder mehr Essen und Trinken. Wird dann alles gleich noch platziert. Und der ist auch unzufrieden. Bilden wir den mal fort. Vielleicht etwas mehr Gehalt für den. Dann könnten wir eine Marketingkampagne starten. Und wir werden hier am besten gleich mal so eine virale Videokampagne starten. Okay, ich hoffe mal, das passt alles so und funktioniert auch. Und dann werden wir gleich wieder was erforschen. Nämlich... wieder eine Achterbahn.
Ja, ich nehme die Achterbahn. Und die nächste bauen wir dann gleich mal. Hier mal kurz auf Pause. Wir haben da... Oh Gott, 14.000. Alter! Wir können uns ja natürlich auch selber eine bauen. Wir haben hier die Anubis, haben wir da gerade erforscht. Wir haben Kettenlift. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon selber eine bauen soll oder eher nicht. Wäre natürlich schon irgendwie cool. Okay, Leute, dann würde ich sagen, bauen wir hier noch die Anubis-Achterbahn hin. Die müssen wir aber selber bauen. Oh, das könnte aber richtig teuer werden, glaube ich. Egal. Die bauen wir den Start am besten dahin. Perfekt. Und okay, hier kann ich die Höhe und so weiter anpassen. Okay, perfekt. Was haben wir da? Ah, die können die Länge der Schienen. Und... Ah, hier die... Okay. Hier kann ich den Winkel von... Also den Kurvenwinkel ändern. Perfekt, dann werden wir das gleich mal machen. Und ich habe mir das so gedacht, man könnte dann ja hier gleich mal eine Achterbahn unter die Erde bauen. Indem ich den Winkel... Okay, den Winkel habe ich Gott sei Dank nicht eingestellt. Weil, soweit ich das mitbekommen habe, bekommt man eher dann eine negativere Wertung. Wenn man den Winkel zu hoch einstellt. Also zu krass hier die Bahn so verbiegt. Was ich verstehe, was ich meine. Obwohl etwas und dann direkt hier unter die Erde. Okay, habe ich das wieder gerade stellen, bitte? Okay, ich kann hier anscheinend leider nicht unter die Erde bauen. Wieso geht das nicht mit der Achterbahn? Schade. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mit der Achterbahn bald mal in die andere Richtung. Ja, genau so. Wir könnten über den Eingang hier drüber. Passt das so? Ja, das sieht gut aus. Vielleicht etwas nach hier. So, wir sind hier jetzt sozusagen am letzten Punkt angelangt, wo wir unsere Achterbahn hier vervollständigen. Da wechseln wir mal die Schienen auf die hier. Und wir sollten dann irgendwo so eine Blockbremse einbauen. Und zwar... Oh Gott, der Techniker hat gekündigt. Parkverwaltung, Personal. Oh Gott, wir brauchen einen neuen Techniker. Techniker. Und zack. Arbeite. Wie wollte ich das am besten machen? Ich würde so und dann hier nochmal so irgendwie durch. Obwohl, so eine Spiel... Ah, ich weiß schon, wie ich das mache. Automatisch vervollständigen. Ja, es hat geklappt. Perfekt. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. So, ja, perfekt. Test starten, bitte. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier dazu gesagt wird. Hui, okay, Spaß ist auf 10. Genauso wie Übelkeil und Nervenkitzel. Oh Gott. Der Nervenkitzel ist ja... Alter. Ich weiß nicht, ob ich die lassen soll. Ich glaube nicht. So, Leute. Das ist eigentlich unser Folgenprojekt, war die Achterbahn. Ich habe sie wieder abgerissen. Weil die einfach grässlich aussah und überhaupt nicht funktioniert hat. Aber wir haben jetzt so viel Geld, wie ihr hier seht. Deswegen werde ich jetzt die perfekte Achterbahn. Fuck, sieht die geil aus. Oder die andere. Aber die hat nicht so gute Werte und ist etwas teurer. Wie mache ich das am besten? Ich würde das gerne so platzieren. Was haltet ihr davon? Perfekt am Eingang. Obwohl etwas weiter links, da ich das Servicegebäude und so weiter dann noch bauen kann. So, obwohl ich will die schon gerne so haben, wenn ich ehrlich bin. Wie groß ist denn unser Park, wenn ich die hier so hinbaue? Gott, die ist echt riesig. Die Crazy Madness haben wir schon. Ich muss wirklich die nehmen. Und so ein bisschen über die andere Achterbahn. Oh, das sieht ja auch geil aus. Und zack. So, die eine hat ein technisches Problem. Gleich mal die Erwartung anfordern. Dann, okay, Monatsende, Profit, das gefällt mir. Und jetzt zieht euch mal das an, dieses kranke Stück. Man geht hier rein, sieht vorne diese richtig geile Achterbahn. So etwas hier im Hintergrund, wenn man da so reingeht. Und dann blickt man nach rechts oben und sieht dieses Monstrum. Alter, sieht die krank aus. Okay. Die wird jetzt mal getestet.
Okay, es ist auf jeden Fall eine der besten Achterbahnen, die es gibt. Und ich finde es auch richtig cool, dass die so hier in, ein bisschen bei der anderen Achterbahn so ineinander steckt. Also wenn man als erstes mit der da unten fährt, dann kann man gleich hier die obere sehen. Was eigentlich ziemlich cool ist, finde ich. Obwohl, Leute, ich weiß nicht, irgendwie, es passt auch irgendwie nicht ganz hier hin, wenn ich ehrlich bin. Oh, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Leute, ich kann mich doch immer nicht entscheiden. Ich hatte die hier gerade so platziert. Nein, nicht so, sondern so irgendwie. Ja, genau so. Sieht natürlich auch irgendwo ganz cool aus. Aber so ein Monstrum direkt am Eingang, ist halt die Frage, ob man das machen sollte oder eher nicht. Obwohl, es sieht halt wirklich geil aus. Okay, ich warte noch kurz, bis die letzte Achterbahn hier erforscht ist. Dabei baue ich noch ein paar so Imbissläden und so weiter, dass die Leute auch noch was zu essen und zu trinken haben, da dass sie anscheinend gerade etwas, dass sie das vermissen. Und ich werde aber hier drüben... Oh, wir haben die Forschung abgeschlossen. Okay, mal anzeigen. Bitte was Kleines. Okay, Rival. Ist das eine fertige? Nein, leider nicht. Okay. Wir könnten... Ich probiere es, glaube ich... Ich probiere das nächste Folge nochmal mit der Achterbahn und wir haben eigentlich die Folge überhaupt nicht weitergebracht, außer dass wir unendlich viel Geld haben fast. Ich würde jetzt gerne mal, ich habe keine Ahnung, was ich hier links noch mache, um ehrlich zu sein. Also hier rechts eigentlich. Ich wollte hier noch eine Achterbahn, aber vielleicht bringe ich ja noch eine zusammen, mal schauen. Leute, ich habe es geschafft. Ich habe eine halbwegs anständige Achterbahn gebaut, wie ihr seht. Die ist nicht zu heavy, die Werte halten sich zwar im Mittelbereich, sage ich mal. Und im Vergleich zu der hier, wo auch stehen fast keine Leute mehr. Hallo, ich würde dich gerne anklicken. Ja, fertig. Okay. Ah, jetzt. Okay, die sind eigentlich, ja. Sind ähnlich, kann man fast sagen. Aber egal, wir haben auf jeden Fall jetzt noch eine selbstständig gebaute Achterbahn. Den Eingang mal hier platzieren, den Ausgang gewohnt hier und Eingang mit Weg verbinden, bitte. Da werden wir hier eine schöne Schlange wieder machen und so, dann gehe ich gleich runter. Tschack, und der Eingang ist da. Jetzt brauchen wir nur noch den Ausgang. Wir können das Ding jetzt auf Öffnen klicken. Warte mal, geschlossen noch. Mit Blockbremse versehen, das können wir nämlich. Vier Züge, lol. Ne, ich mach mal zwei, dass es hier auch etwas schneller weitergeht. Dann das setzen wir auch wieder alles runter. Sorry, die Zeit wurde runtergesetzt. Dann das noch rauf. Und dann würde ich sagen, hier setzen wir auch auf 10 Minuten. Money erhöhen wir mal auf 12. Und dann müssen wir noch den Test machen. Da wir gerade den Eingang und so weiter platziert haben. Und wir können jetzt endlich zwei Wegen und so weiter benutzen. Ich hoffe mal, das funktioniert auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, es funktioniert. Perfekt. Ja, perfekt. Was würde denn passieren, wenn ich einen dritten Wagen dazu nehmen würde? Okay, wir haben 1, 2, 3 Wegen. Oh, das funktioniert auch. Okay, dann machen wir doch 3. Ja, das funktioniert perfekt, Leute. Und wir haben eine halbwegs gute Achterbahn mit 3 Wegen. Perfekt, Test beenden, dann öffnen wir die endlich. Die nennen wir... die... Kotzerbahn. Weil man da so komisch irgendwie drinnen hängt. Okay. Ah ja, Warteschlangen-Szenerie natürlich, die müssen wir noch etwas künstlich pushen. Und in der nächsten Folge werden wir endlich... richtige Warteschlangen bauen. Also nicht diese gefakten mit... mit den Lautsprechern hier drinnen, sondern richtige, also schön ausschmücken und alles. Okay, wir haben jetzt 100 Tiere natürlich. Und jetzt habe ich endlich das, was ich wollte. 3 schöne Achterbahnen am Eingang. Und Parkverwaltung, ja, wir sind doch gut positiv immer. Ich werde dann gleich mal eine neue Forschung starten. Und zwar für ein Schienenfahrzeug. Und vielleicht eine neue Ladenmarke. Und... nein, oder Nervenkitzel-Fahrgeschäft. Ah, das sieht ja auch noch cool aus. Und dann würde ich sagen, dann war es das für die Folge. Ich hoffe... okay, die beschweren sich nicht über den Preis. Dann ziehe ich den mal etwas an. Auf 14. Okay, perfekt.
Übersicht, ja, passt alles. Und ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Auch wenn ich etwas herumgeblödelt habe, so gesehen. Die beste Achterbahn hat ein Problem. Wartung anfordern. Der hat geschlossen. Dann öffnen wir den wieder. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne eine Bewertung da. Das freut mich auf jeden Fall. Ansonsten, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao.